Okay. Ich glaube, ich gehe diesmal in dieses Haus da. Ehrlich gesagt. Da waren wir ja beim ersten Mal. Laden ist geschlossen. Jetzt läuft Alistair extra rüber, damit wir die Menarchen bekommen. Und man kann den Shop noch nicht anwählen. Guckt euch das mal an. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der jetzt extra gemacht wurde, damit wir dazu geleitet werden, diesen Punkt auf jeden Fall mitzubekommen. Kann mich wieder nicht bewegen. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Und tschüss. Komm mit, Alice. So. Ja, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Was willst du denn? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Money, money, money. Ach ja, ich habe ja meine Waffe noch. Alter, Moment, ich probiere es aus. Oh Scheiß, ich teste es jetzt einfach. Bruder. Gib die scheiß Kohle her. Warte draußen auf mich. Nur für 2 Minuten. Draußen warten? Aber warum? Bitte. Alice, vertrau mir einfach. Alice, ich habe Straight Outta Compton gesehen. Hier geht alles gut. Geh raus jetzt, lieber. Das ist nichts für dich. Das ist für echte G's. Und Kara ist ein OG. Nicht bewegen, sonst schieße ich. Legen Sie das Geld aus der Kasse auf den Tresen. Oh shit, oh shit. Verzeihung, sind Sie fertig? Nach Ihnen. €4,95, bitte. Öffnen Sie die Kasse. Alter, ist es spannend gerade. War da aber nicht bei ihm auch eine Knarre irgendwo? Ich meine, welcher gute Ladenbesitzer hat keine Knarre?
Scheine her! Das Geld auf den Tresen. Geil. Los, Scheine her. Eine Wodyflasche und ein paar Fluppen. Damit hier weg. Mach, dass du rauskommst, bevor es hässlich wird. Scheiße, Mann, Bruder, ich knall dich ab. Sehen Sie das Mädchen da draußen? Ihr Name ist Alice. Sie ist 9 Jahre alt und das ist die schlimmste Nacht ihres Lebens. Ich brauche nur ein paar Dollar für einen warmen Schlafplatz. Und ich werde nicht ohne das Geld gehen. Ein labbrigen Schein. Wir haben jetzt etwas Geld. Warte, wo hast du das her? Ich hab einfach den Kassierer um ein paar Dollar gebeten. Ah, Kinder sind so schön dumm und naiv noch. Schön, schön, schön. Ja, eigentlich wollte ich in die Hütte da, aber jetzt haben wir Cash, Alter. Jetzt lassen wir es gut gehen, oder? Ich glaube, hier nämlich in der Hütte passiert was sehr Cooles, soweit ich das gesehen habe. Aber ich habe nicht gesehen, was im Hotel passiert. Deswegen würde ich gerne ins Hotel. Gangster Kara, nice, geil. Also hatten wir auf jeden Fall in der Folge ordentlich was Neues, Freunde. Ordentlich was Neues. Und ich habe es gesagt vor ein paar Folgen. Wenn ihr Bock habt auf mehr, unterstützt es auch. Aber es haben leider wieder viel zu viele Leute nach mehr geschrien, zweiten Durchgang und es dann nicht eingehalten. Ist ein bisschen schade. Aber so ist das schon seit über 7 Jahren. Auf YouTube kenne ich das nicht anders. Aber ihr seid da, Freunde. Das ist was Schönes. Und wenn ihr Bock habt, unterstützt es gerne weiterhin. Ich versuche euch natürlich im zweiten Durchgang ein bisschen was Neues zu zeigen. Ansonsten wäre das ja auch ein bisschen doof. Ne? Haben wir nicht 40 Dollar? Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Die vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Da drüben können wir neue Klamotten. Deswegen habe ich auch verschiedene Caras in verschiedenen Klamotten gesehen. Und der eine oder andere Boy von euch hätte sie gerne mal ohne Klamotten gesehen, oder? Gibt's doch zu, Jungs. Aber diesmal gibt's nicht wieder eine Nacktszene. Wie in Heavy Rain oder in Beyond Two Souls. Zumindest haben wir bisher keine gesehen. Ach, guck mal, hier kann ich sogar trockene Kleider für Alice bekommen. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Sei ruhig. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. So, Alice, umziehen. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig bleiben, okay? Ach, sieh mal an, guck mal.
Alter, was ist das für ein geiles Bild? Ohne Bienen die Katastrophe. Ja, Freunde, übrigens. Ist kein Bullshit-Gelaber. Wenn ihr Bienen seht oder sowas, tötet die nicht. Bienen nicht töten. Nix gut. Bienen töten nix gut. Gar nichts gut. Gar nichts gut. Geil. Also diese Option habe ich noch nirgendwo gesehen. Geil, Alter. Geil. Nice. Aber es stand ja, dass es auffällig ist. Also wird wahrscheinlich Connor uns... Hi. Oder die Polizei, beziehungsweise die Polizei einfach allgemein uns finden, ne? Hi. Ein Zimmer, bitte. Das macht $40. Im Voraus. Ich brauche Namen und Adresse. Yo, yo, yo. Gospel. Ja, so unterschreibe ich auch immer beim Postboten. Kann ich Ihren Führerschein sehen? Ja. Ich habe ihn im Auto. Kein Problem. Darum kümmern wir uns morgen. Wer sagt denn, dass jeder einen Führerschein haben muss? Dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ist gut, Bruder. Wie er aggressiv, unterschwellig aggressiv ist direkt. Meinst du, er hat dir geglaubt? Ich weiß nicht, Alice. Boah, geiles Bild. Ich weiß Bild. Nur, dass du es heute schön warm hast. What the fuck? Alter, geht die Folge mega mäßig lang. Sag mal, was ist denn hier los? Warum mache ich denn das? Aus Liebe zu meinen Zuschauern? Kann das sein? Ja. Es kann sein. Es kann tatsächlich sein. Ohne Scheiß, wie ein echter Gangster. Hier, gib mir den Mantel. Ach, guck mal. Das Oberteil sieht gar nicht so schlecht aus, oder? So in die Jeans gemacht und so. Ist ganz gut, sieht ganz gut aus. Gibt's hier irgendwas zu tun? Vielleicht nehme ich das sogar als Thumbnail, dieses Bild gerade. Oder die Knarre. Ich überlege nämlich die ganze Zeit, wie ich die Folge nenne. Gangster-Kara oder so? Kara wird zum Gangster. Vielleicht. Zieh die Sachen aus. Sie sind klatschnass. Ich bringe sie zum Trocknen ins Bad. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat.
Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich es nicht mache. Alice, wir wissen nicht, was auf uns zukommt und ich kann nicht... Bleiben wir für immer zusammen? Ah, seht ihr? Für immer. Und jetzt schlaf schön. Ich mache jetzt das Licht aus, okay? Mann, es ist ganz schön krass. Es ist ja echt sehr anders alles. Jetzt hier noch was machen. Hier schlafen. Warum sollen wir denn im Stuhl schlafen? Sag mal, geht's noch? Ja, guckt Jungs, ich hab's probiert für euch, aber es gibt keine Duschszene, es gibt tatsächlich keine. Hey, warte mal. Ah ja, doch. Bei ihr. Ja. Wir schlafen doch nicht auf dem Stuhl, sondern. Ich glaube, es geht los. Alter, die Aufnahme ist so lang. Ich glaube, ich teile das auf zwei Teile. Das ist zu lang. 40 Minuten Folge gibt's nicht. Aber dafür zwei geile Folgen, Freunde. Alter, wie viele Punkte ich bekommen habe? Nice. Okay, das andere ist im Haus. Guck mal hier. Kein Versprechen geben. Dann. Also wenn du das Versprechen gibst, dann gibt es nochmal eine Auswahl oder was. Krass. Wie viel Prozent haben wir jetzt insgesamt bei dem Abschnitt? 53%! Ist so viel anders, aber wir haben 53% noch. Auf dem Parkplatz? Ach krass, 74% oder was? Waffe genommen in stürmischer Nacht. Waffe einsetzen, 0,5% nur kommt dazu. Schokoriegel dalassen. Stimmt, wir hätten uns auch was zu essen klauen können vorher. Überfall fortsetzen. Zu viel Zeit lassen. Kunde trifft ein. Krass, wie gering die Prozentzahl sind auf diesem Weg, den ich gerade gewählt habe. Krass. Kasse öffnen nur 2% am Ende. Supermarkt verlassen. Heftig, ey. Heftig. Gut, okay, Freunde. Ich werde es auf jeden Fall auf zwei Teile teilen. Und wie fandet ihr das, Freunde? Wie fandet ihr den Weg im Vergleich zum ersten? Ich fand den super interessant, von Kara eiskalt, ja, gib die Scheine her, richtig bedroht den Bruder und dann doch ihn einfach überzeugt mit einem Spruch. Tja, und dann noch ein paar Klamotten geklaut von dem nächsten Bruder. Warum beklauen wir eigentlich nur Schwarze gerade, was soll das eigentlich? Gut. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal. Checkt gerne alle Links in der Videobeschreibung ab, Social Media, Instagram, Twitter, mein Partnershop, Games Rocket, falls ihr irgendwie Guthaben für irgendwelche Konsolen oder Steam braucht. Und haltet die Augen offen wegen neuem Merch-Design. Die nächsten Wochen geht's auch dort ordentlich zur Sache vorne. Da kommt richtig neues, geiles Zeug auf euch zu.
Und ich habe es ja schon eingeblendet, eins davon. Und wenn das nicht geil ist, Freunde, wir hören uns. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Kommentieren, bewerten nicht vergessen. Tschüss!